Okay, also. Ich habe beim letzten Mal komplett vergessen, dass Biathlon ist. Will ich jetzt schnell noch nachreichen. Und zwar, hier sehe ich das, 17:22. Heute ist der. Heute ist Donnerstag. Heute kommt gleich das Frauenrennen in 18 Minuten. Naja. Bei den Frauen macht's dann. Ja, vielleicht will ich das live noch machen. Ich werde Schneider und Vogt verpassen, aber naja. Denk mal Tantrowald, dann Preisas Boucher und Hecke Groß. Platz 3. Eine Deutsche, zum ersten Mal, nämlich keine Deutsche. Was ist denn mit dem los? Bei den Männern? Eigentlich hoffe ich ja, dass dort die kleine Kristallkugel gewinnt, aber ich denke mal, es wird nichts. Deswegen sage ich mal, es wird Tarjay Bö. Tarjay, ich kann ihn nicht aussprechen. Wir haben. Ach ja. Beatori. Hat man gar nicht noch, nicht im Einsatz, ja. Ja, Platz 2. Komm, Philipp, Navrat. Er hat so schlechte Rennen gehabt in letzter Zeit. Er ist zurück. Er kommt wieder. Und Platz 3 wird. Hat JT Böll kann ich nicht nehmen. Weil Talia soll doch den Gesamtweltcup gewinnen. Hm. Schwierig. Nehme ich Norweger? Sonsheim stand schon lange nicht mehr auf dem Podium. Den können wir doch nehmen. Mal wieder. Naja. Egal. Ja, ich habe mir das mit Buckley nochmal überlegt. Das wird schwierig werden. Deswegen. Ich glaube, Beatori nehmen. Es ist jetzt Beatoris finale Prüfung. Ob es stark genug wäre, um gegen Klurak zu kämpfen oder nicht. Bin mal eher. Ich bin da zwiegespaltener Meinung, aber es darf sich beweisen jetzt. Ja, ich finde es auch schade, jetzt um auf Biathlon zurückzukommen, dass Preuß ihre Saison schon beendet hat und jetzt sich eine OP unterzieht. Ich würde gerne wissen, welcher. Wahrscheinlich Nasennebenhöhlen-OP, dass sie nicht so oft krank wird. Dann kann sie ja nächste Saison den Weltcup gewinnen. Gesamtweltcup. Egal. Ja, Benny Doll geht jetzt in Rente dann. Also, gut, er macht was anderes, aber Biathlon-Rente. Ist echt traurig. Einer meiner Lieblingsathleten. Aber dann, was war das nochmal? Naja. Wow, das macht ja mal gar nichts. Und das macht übelst viel. Nee, Beatore, ich glaube mal, das wird mit uns nichts. Okay. Wer auch immer so viel Schaden gemacht hat, krass. Was er tut. Ich habe ja auch so, aber dass sie so früh starten müssen. Also ich finde es gut, dass sie so spät starten, aber das jetzt nicht mein Video fertig machen kann. Ich jetzt ein bisschen beeilen muss. 15 Minuten geht's los. Naja. Hallo, geht's auch mal weiter? Wird halt auch was schaffen. Hey. Na, hör mal. Ja, geil. Und auch noch schwer. Aber so viel bringt das irgendwie nicht. Oh nein, fuck you, Alter. Das ist nicht geil. Ja, aber was springt uns Spezialangriff? Regentanz? Why? Okay. Aua. Wir heilen uns mal. Okay, wir haben seinen Shit durchbrochen. Also diesmal habe ich bessere Teammates. Ja, oh, das liegt an Beatori. Keine Ahnung. Wir haben gewonnen.
glaube, offline ist es einfach besser irgendwie. Alleine, wenn man alleine gegen es kämpft. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich Buggy nehme. Oder ob ich online doch mein Glück versuche. Keine Ahnung. Wie gesagt, Skillocock wird es wird erstmal nicht mit Skillocock. Ja, ich habe ein krasses Gen 1 Pokémon. Pyromoms. Wache-Terra-Stücke auch gut. Da freue ich mich schon. Ich habe außerdem noch erfahren, es gibt noch eine Afterstory in. Die Pfirsichbeere erstmal und es gibt noch was in der Liga AG zu machen, in der Blaubeer-Akademie. Das muss ich auch noch machen am besten. Alter, das wird mein längstes Projekt ever werden, Alter. Einfach über 100 Folgen. Schon krass. Hätte ich niemals gedacht. Trotz seines wuchtigen und massiven Körpers kann es liegen. Es ist in der Lage, die Welt in nur 16 Stunden zu umrunden. Ja, bin beeindruckt. Zweiter Flug? Okay. Naja. Anscheinend haben wir es aber noch nicht geschafft, 15 Terra-Tempfe zu machen. Zu schaffen. Ich habe nicht mitgezählt, aber es sollten doch jetzt schon mal genügend sein. Wir haben einen Bass-Typen. Der Typ Stein ist, das heißt kein Flug. Ich könnte Gift nehmen. Ich muss Gift nehmen. Was anderes macht keinen Sinn. Aber eigentlich habe ich keine Lust auf Gift. Nochmal Beatori. Aber es kann sich eigentlich nochmal beweisen. Dann, wenn ich es nehme. Ich meine, es ist nicht schlecht, das nochmal. Ach so. Na, dann ist ja sowieso egal. Dann tut's mir leid, Beatori, aber Pokémon hatte was dagegen. Ich darf bestimmt nicht nochmal beitreten. Weiß sagen muss. Halt jetzt nur nicht sehr effektiv gegen Gift. Beatori hat Terra-Typ Gift, oder? Wer hat Terra-Typ viel lieber gegen Klurak? Aber es wird halt schon schwierig werden. Mach ich den mal gleich zufällig oder aktualisieren? Wird wohl auf aktualisieren hinausgehen. Ja. Naja, egal. Schnellschein Gift. Stein. Ja. Boden. Stahl, Wasser, Pflanze. Normaltyp Pflanze. Denke ich mal zumindest. Gestein, was nehme ich denn da? Wasser oder? Ah. Typ Wasser ist blöd. Pflanze gegen Pflanze? Ja. Ja. Pflanze gegen Pflanze ist schon okay. Oh, der hat ein Lucario. Ja, auch ein Shiny Lucario haben. Ja, ich habe sie selber verbaut. Ich habe mich nicht angemeldet. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren war, aber es ist halt belastend. Naja, man kann es nicht ändern. Es ist eben so. Ich bin dumm, aber. Dumm, aber ohne Lucario. Wieder Red wurde aufgelöst. Alter, come on. Das ist anstrengend, Alter. Boah, ich muss danach unbedingt mal. Ich müsste einfach nur zu Gym gehen und er sagt mir, ja, du hast schon genug Karate gemacht, du hast eigentlich nur der Liga wanden müssen und fertig. Nee.
Nee. Ja, ich guck das, ich check das mal lieber, sonst habe ich das jetzt die ganze Scheiße umsonst gemacht. Ey, wenn der mir das sagt, dann raste ich aus. So wirklich richtig belastend. Also richtig, wirklich. Stufe 10 von 10. 100 von 100. 101 von 100 eigentlich. Und 11 von 10. Naja, 11 von 10 ist nochmal Stufe über 100 von 100. 101 von 100. So, Jim, was gibt's denn? Hast du mir was zu sagen? Oder habe ich... Ich weiß, ich denke mal, ich habe die noch nicht freigeschaltet. Und wer belastet, wenn die Online-Dinger nicht zählen würden? Ich rede trotzdem mal mit allen. So, wo ist denn Cosima? Schon lange nicht mehr gesehen. Ewigkeiten nicht. Ja, aber wo ist die? Cosima? Wo bist du? Die Leute, die verschwinden einfach. Ach, keine Ahnung. Sprecher erstmal mit den anderen. Mit Pepper. Tja. Immerhin haben wir heute schon einen erfolgreichen Terror-Raid-Kampf gemacht. So, was hast du für mich? Jo, Tim, na, knurrt ihr auch der Magen? Das war übrigens eine reife Leistung beim großen Akademie-Turnier. Irgendwie bin ich nur von Naturtalenten umgeben. Du zum Beispiel kommst einfach hier an und kämpfst dich zum Champ hoch, ist doch heftig. Emila hat super gute Noten. Ach, und sie ist auch ein Champ. Boah. Und Cosima scheint sogar ein Angebot von der Pokémon-Liga gekriegt zu haben. Irgendwie bin ich der Einzige, der nichts Besonderes vorzuweisen hat. Bist doch ein klasse Koch. Ach, ich bin allerhöchstens ein Hobbykoch. Außerdem habe ich damit nur angefangen, weil zu Hause niemand für mich gekocht hat. Warte, na klar, mein Vater, das ist es. Jetzt, wo es Mastifioso besser geht und die Schatzrunde läuft, wird es vielleicht Zeit für die Suche nach etwas anderem. Nämlich nach mir selbst. Bei dieser Selbstfindungssache geht man ja oft seine Wurzeln auf die Spur, also werde ich wohl mehr über meinen Vater herausfinden müssen. Er war auch mal Schüler in unserer Akademie, soweit ich weiß. Werde mich mal in der Akademie umhören. Vielleicht kann mir ja irgendjemand mehr über ihn erzählen. Danke für die Inspiration. Das ist jetzt nochmal eine Nebenquest, die ich damals nicht gemacht habe. Oh ja, bestimmt, Alter. Zum Büro des Direktors, Alter. Schon so lange her alles. Was wolltest du von mir? Nun, Tim, wie steht es um das süße Geheimgewürz? Ja, gebe ich. Oh, ich habe keins. Belastend. Ja, Emila wartet schon länger. Da gehen wir lieber zu ihr. Bevor sie sich aufregt. Bis ich sie vernachlässige. Ah, passiert mal. Emila, wo bist denn du? Alter, jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. Was machst denn du da? Oh, du bist auch hier, Tim. Mich juckt's ja gewaltig in der Pokéball-Hand, aber ich finde einfach keinen würdigen Gegner. Ein Glück, dass du hier auf dem Sportplatz begegnet bin. Die Gunst der Stunde müssen wir nutzen. Na, hast du Lust auf einen Kampf? Boah, gerade nicht. Gerade schlecht. Aha, ich hab dich beschaut. Mimst ja den Unentschlossenen. Dabei kannst du den Kampf doch auch kaum erwarten. Na los. Na komm, los geht's. Ist das jetzt ihr Ernst? Du hast 2 Stunden lang gegen den Mila-Pokémon-Kämpfer ausgetragen. Ach, das ist ja, hat so richtig gut getan. Ich muss mich allerdings reinhängen, wenn ich beim großen Akademie-Turnier was reißen will. Danke übrigens, dass du meine Herausforderung so spontan angenommen hast. Das war echt super. Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte nicht. Aber danke. Okay. Ich glaube, das führt hier zu nichts. Jetzt muss ich die nochmal in der Mensa treffen, Alter. Ich glaub's ja nicht, Alter. Ja, mit dem Papa, Alter. Ja, kein Bock, ey.
Ja, hast du jetzt das Neues rausgefunden? Du kommst sie gerufen, Tim. Sieh dir das mal an. Das hier war Teil der Forschung meines Vaters, als er noch an der Akademie studiert hat. Hey, krass, oder? Der Direktor hat mir das gezeigt. Als Futurus hier studierte, war ich noch ein Forscher. Das letzte Forscher geheißen, erzählte man sich damals von einem Ausnahmeschüler, der an der Traumakademie studierte. Mein Vater war also schon immer eine Nummer für sich. Wo wir hier gerade so stehen, warum ist Ihr Büro eigentlich so voll mit Geräten? Oh, es ist dir also aufgefallen. Das war früher das Forschungszimmer deines Vaters. Wirklich? Er soll so in seine Forschung vertieft gewesen sein, dass er nur selten in sein Zimmer zurückging und die meiste Zeit hier schlief. Ich habe mir diesen Raum bewusst als mein Büro ausgesucht, da ich mich in der Nähe solcher Geräte wohlfühle. Verstehe. In letzter Zeit entdeckte ich immer mehr Spuren vom Leben meines Vaters um mich herum. War so konzentriert darauf, nichts an ihn zu denken, dass mir all das nie aufgefallen ist. Danke für Ihre Hilfe, Direktor Clavel. Und dir danke ich für deine Gesellschaft, Tim. Ach, danke, bitte. Oh, Pepper, wegen den Trophäen. Schon ist er weg. Wenn er auf etwas fokussiert ist, bekommt er wahrlich nichts anderes mehr mit. Das hat er von Professor Futurus. Die zwei sind sehr erstaunlich ähnlich. Ja, toll, und jetzt? Oh, noch mehr, Alter. Nein, ich will nicht. Es hat doch damit angefangen, dass ich eigentlich mit Professor Jim reden wollte. Ne, Mila, was ist los? Das schreit nach einem Kämpfchen, oder? Prima, dann bis gleich auf dem Schrottplatz. Moment mal, bist du nicht unsere Schulsprecherin? Ne, Mila, richtig? Genau, die bin ich. Oha, da fällt mir ein, ich habe leider noch einen Friseurtermin. Bis die Tage. Ohuhu, Tim. Wer war das eben? Keine Ahnung, wer das war. Ich habe gerade ein Sandwich verspachtelt, als er damit prahlte, wie stark seine Pokémon seien. Da muss ich ihn einfach rausholen. Bin ja mal gespannt, was für Pokémon er einsetzen wird. Ach nö, jetzt habe ich doch glatt verpeilt, ihn nach seiner Handynummer zu fragen. Wie sollen wir denn jetzt einen Kampftermin ausmachen? Was halt spätestens, wenn er mir wieder über den Weg läuft, wird auf jeden Fall gekämpft. Und du, Tim, holst du dir was zum Mampfen? Na, dann will ich dich nicht mehr länger aufhalten. Man sieht sich. Bitte, das war's bitte, ja? Ach, im Kiosk. Ist erstmal noch fertig, die Mission 3 mit Nemida, mit Pepper, mit Cosima und dann können wir wieder den wichtigen Sachen widmen. So, was kaufst du ein? Wo bin ich? Schon mal hier, dann sollte ich auch gleich meinen Vorrat an Pokébällen aufstocken. Tim! Mensch, du wirst es nicht glauben. Erinnerst du dich noch an den Schüler aus der Mensa? Ich bin ihm nochmal in der Eingangshalle begegnet, aber er wollte partout nicht gegen mich kämpfen. Er meinte doch allen Ernstes, dass er gegen einen Champ und noch dazu einen Kampf. Der kämpferisches Naturtalent für mich ja eh keine Chance hätte. Verstehe nicht. Pokémon-Kämpfe machen nur selbst dann noch Spaß, wenn man mal den kürzeren zieht, oder? Gewinnen macht aber mehr Spaß. Verstehe mich nicht falsch. Ich gewinne natürlich auch lieber als zu verlieren, aber solange man Spaß dabei hat. Ach ja, Pokémon-Kämpfe sind schon eine Sache für sich. Außerdem störe ich mich einem Wörtchen Naturtalent. Ich habe mir nämlich wirklich alles hart erarbeitet. Und fürs Werfen von Pokébällen wurden mir ganz gewiss kein Talent in die Wiege gelegt. Daran bin ich eine komplette Niete. Puh, ich brauche dringend einen Pokémon-Kampf, um wieder etwas runterzukommen. Ich mache mich mal auf die Suche nach einem Gegner. Bis bald, Tim. Oh, nö, ich will nicht. Biathlon hat jetzt gestartet. Aktuell. Och Mann, was... Wieso ist denn das... Sorry, so lange. Gut, dann kann ich gleich mit Professor Jim reden. Oder auch nicht. Wo ist der denn, Alter? Sag mal, wo der ist? Da bist du ja, Tim. Ich hab mir schon gedacht, dass du irgendwann im Klassenzimmer aufkreuzen würdest. Sieht aus, als hättest ich tatsächlich recht behalten. Aber stehen wir noch herum, komm mit auf mein Zimmer und lass uns dort plaudern. Oh ja. Yeah. Das ist natürlich interessant. Oh. Ja. Ui. Na? Nein, Spaß. Tada, willkommen in der Villa Nemida. Nemida. Man sieht gleich, wer hier wohnt.
Wo du das so sagst, ich war ja schon mal in deinem Zimmer. Aber du bist jetzt zum ersten Mal in meinen vier Wänden. Stimmt's? Verrückt. Also ja, du fragst dich ja, worüber ich mit dir reden wollte, Tim. Du weißt doch, wie fanat ich ins Kämpfen bin, ne? Ist ja nicht zu übersehen. Gut, jedenfalls, wenn ich etwas so richtig mag, dann stürze ich mich voll und ganz hinein. So habe ich das auch mit dem Kämpfen gemacht und irgendwann bin ich dann Champ geworden. Ich verstehe schon, dass mein Werdegang eher die Ausnahme ist und dass es nicht jedem so leicht fällt wie mir. Aber ständig hat man mir gesagt, dass ich nur durch mein Talent so weit gekommen sei oder weil ich anders aufgewachsen bin. Und auf einmal habe ich gespürt, wie mich eine Art unsichtbare Wand von anderen trennte. Damals habe ich dann auch angefangen, mich in Kämpfen gegen Freunde zurückzuhalten. Ich wollte halt, dass auch sie Spaß dabei haben. Aber keine Sorge, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gebe absolut alles, was in mir steckt. Verkackst trotzdem bestimmt. Weil wenn ich es mit einem Gegner zu tun habe, der mich selbst dann fertig macht, wenn ich Vollgas gebe. Ich wünsche mir deshalb nur eine einzige Sache von dir, Tim. Bleib für immer mein gleichwertiger Rivale, ja? Für immer und ewig. Nee, großartig, Tim. Tausend Dank. Oh je, das ist doch etwas persönlich geworden. Peinlich, peinlich. Es kann doch persönlicher werden. Nee. Aber hey, da wir nun wirklich auf gleicher Augenhöhe sind, sollte ich dich auch häufiger in mein Zimmer einladen. Such mich also bitte in meiner Villa Nemila, wann immer du möchtest. Oh, das ist wirklich eine Einladung? Nein, ist es nicht. Ach, und bereite dich besser gut auf das nächste große Akademie-Turnier vor, denn diesmal zeige ich dir, was eine Hacke ist. Ah ja, interessant. Nein, ich geh lieber. Jetzt wird es hier noch. Jetzt wird das Video ab 18. Nein, Spaß. Okay. Professor Jim. Sind Sie jetzt da? Wo ist der denn? Der ist einfach nicht mehr da. Der ist einfach verschwunden. Das gibt's doch nicht, Alter. Der war weg. Der war doch Biologie-Typ, oder? Jetzt aber bitte da? Wieder? Irgendwann? Ja, oh Gott, geil. Versuche 100 verschiedene Pokémon-Arten in deinem Pokébex zu registrieren. Melde dich einfach bei mir, wenn du soweit bist. Hab ich doch, oder? Ja. Eben nicht. Nicht geschafft. Brassas Boucher ist bestimmt jetzt schon am Schießstand. Nö, noch nicht, okay. Naja, ich hab's aber mal offen. Okay, Pepper ist da. Ah, ich will eigentlich nicht. Oh, ich muss. Was machst denn du da? Yo, Champ, bist du hier, um deine grauen Zähne damit Nachschub zu versorgen? Ganz genau. Lass es mal lieber, sonst habe ich gar keine Chance mehr, mit dir mitzuhalten. Was ich hier mache, das weißt du doch. Ich will mehr über meine eigenen Wurzeln erfahren. Als ich die Regale hier in der Eingangshalle auf der Suche nach den Forschungsberichten meines Vaters durchforstet habe, bin ich auf dieses Buch gestoßen. Das ist der gleiche Schinken, den mein Vater auch im Leuchtturmlabor rumliegen hatte. Puppenbuch war der Titel, oder? Ich habe zum ersten Mal einen richtigen Blick auf die Seiten geworfen und die nichts mit dem Geheimwurzel zu tun haben. Womit zwar alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen war, aber unterhaltsam ist es allemal. Und dank der vielen Bücher nicht so schnarchig wie andere Bücher. Hier sieh mal diese Seite an. Ein Pokémon wie eine Scheibe. Habe ich das schon. Als ich mich allein wiederfand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebt. Seine Hülle bestand aus zahllosen geschichteten Sechsecken. Die heller funkelten als Edelstein. In seiner Gestalt glich dieses etwas einer Scheibe. Krass, Alter. Die Schrift hier ist total verschoben und man kann kaum mal was entziffern. Jetzt halte ich fest, genau dieses Exemplar hier ist auch in den anderen Exemplaren unlesbar. Voll seltsam, oder? Das meiste in dem Buch klingt wie ziemlicher Mist, eine Story unglaubwürdiger als die andere. Aber die Infos zu den Geheimwürzen haben gestimmt. Und nach allem, was wir in Sono erlebt haben, würde ich nicht mehr ausschließen, dass überall ein Fünkchen Wahrheit drinsteckt. Ich hab doch Terrapagos. Vielleicht hat dieses Buch mein Vater ja dazu gebracht, Forscher zu werden. Bestimmt hat er von den Pokémon aus der Zukunft gelesen, die das Buch erwähnt, und wollte sie unbedingt sehen.
Warte mal, die Pokémon sind erst aus der Zukunft hergekommen, nachdem mein Vater die Zeitmaschine gebaut hat. Komisch, dass in dem Wetzer schon Sachen über Pokémon aus der Zukunft standen, bevor es überhaupt eine Zeitmaschine gab, oder? Naja, deswegen wirkt das alles ja auch so an den Haaren herbeigezogen. Es passt echt zu einem Genie wie meinem Vater, dass er an solchen Unsinn glaubt und an ihn dann tatsächlich Realität werden lässt. Vielleicht sollte ich seinem Beispiel folgen und auch meine Träume wahr machen. Immer, ja, mach's immer. So, aber jetzt habe ich noch was zu erledigen. Man sieht sich. Ja, ich auch. Ich werde jetzt schön Biathlon schauen. Ist. Oh, der Schnitt startet. Ich war schon beim Schießen. Ein Fehler. Wieso sehe ich das denn live nicht? Snyder ist da. Oh, das gucken wir jetzt noch live wieder. Nämlich so ein Live-Schießstand von der Biathlon. Aber der funktioniert nicht immer so gut. Dimitrova ist auch da. Ja, schießt sie auch mal. Schneider hat schon 2 Treffer. 3 Treffer. Ja, komm. 4 Treffer, ja. Und noch einer. Und ein Fehler. Belastend. Naja. Gut, dann Juliane Kleif ist gerade angekommen. Ich werde mir jetzt, weiß nicht, ob ich mir den Rückstand nochmal angucken werde. Ich glaube nicht. Weil der wird bestimmt belastend sein. Oder? Ja, mal gucken nach 1,2 Kilometer. Wir schneiden schon 4,8 Sekunden Rückstand. Eieiei, 5,8. Kommt die nicht mal aus der Strafrunde? Was ist denn das? Man kommt nie raus da. Oh. Hey, oh Gott, sorry. Zweiter mit 19,3 Sekunden Rückstand ist schneller als Boucher. Preis als Boucher, weil eine Strafrunde. Ah ne, ist langsamer. 19 Sekunden langsamer sogar. Die wäre schneller. Scheiße. Das ist Boucher, hat ja auch einen Fehler. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.